exklusiv im Star-Magazin. Und ich bin Frauke Ludowig. Guten Abend. Ja, es war unheimlich, skurril und irgendwie seltsam. Michael Jacksons Blitzbesuch in Hamburg hat jede Menge Fragen aufgeworfen. Zwar soll der 47-jährige Megastar vor circa 2 Stunden mitsamt Kindern Deutschland in Richtung Italien verlassen haben. Aber jetzt fragen sich viele Beobachter, war es wirklich Jackson, den ich da gesehen habe? Martina Taubert und Marc Sterzenbach berichten. Der Hamburger Flughafen heute Mittag. Das hier sind die letzten Aufnahmen des mal wieder megascheuen Michael Jackson. Und es war auch wieder das übliche Versteckspiel. Ey, die Jacke weg, Mensch! Ergebnis: unangenehm aggressive Rangeleien mit Presse und Fans. Es schien fast so, als ob der Weltstar sich mit seinen Kindern auf der Flucht befände und nicht zu Besuch bei Freunden. Auf viele machte Michael hier in Hamburg schon fast einen verwirrten Eindruck. Nur ein paar Stunden vorher kreisten noch Hubschrauber bei Hamburg-Niendorf. Eben der Stadtteil, wo Michael mit seinen Kindern die letzten 4 Tage, belagert von Fans, verbracht haben soll. Er war zu Besuch hier bei einem 23-jährigen Freund, den er bereits seit 11 Jahren kennt. Doch ist dieser Mann hier wirklich Superstar Michael Jackson oder nur einer der unzähligen Doppelgänger? In Hamburg mehren sich jedenfalls die Gerüchte, alles sei nur ein Fake gewesen. Zum Beispiel soll der 47-Jährige auch dieses China-Restaurant besucht haben. Aber ist das wirklich vorstellbar? Michael Jackson hatte bestellt so vegetarische Menüs. Ich kann nicht sehen. Haben sie dann gebratene Brokkoli mit Bambus? Und noch Gemüsezapfzeug und noch gebratene Nudeln mit Gemüse. Hier soll Jacko dann ruhig und brav gesessen und auf sein Essen gewartet haben. Aber vor allem für die Nachbarn von Michaels Freunden waren die letzten Tage eine Tortur. Ein bisschen stressig natürlich, ne? Weil unser Parkplatz wurde verriegelt. Wir konnten ja nicht rein, müssen wir Ausweis vorzeigen. Ich meine, gut, wenn das lange gedauert hätte, wäre es noch schlimmer gewesen. Aber den Stress hat Jacko den Nachbarn ja erspart. Vor ungefähr einer Stunde soll er in Venedig gelandet sein. Was er dort vorhat, ist noch nicht bekannt. Die Meldung des Tages.